So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar Adi und den Bier-Adventskalender. Das ist Adi, das ist der Bier-Adventskalender. Das klang wie ich bin Käste und ihr seid die Zuschauer. Ja, ich lerne nur von den Besten, ja, sagen wir es mal so. Wir machen jetzt erstmal das Türchen für den Adi auf. Dafür muss ich aber erstmal wieder gucken, welcher Tag heute ist. Heute ist nämlich der 18. Das heißt, ich muss den 19. aufmachen. Das ist immer ein Tag. Ne? Das heißt, wir suchen uns die 19, Adi. Wo ist die 19? Hier, guck, ist die 19. Und guck mal. Und da ist die Tür auch schon auf, ne? Siehst du, ohne viel. Ich glaube, Adi ist heute richtig fresh drauf. Der braucht nämlich sein Tütchen. Guck dir das an. Jetzt ist der ganze Kalender hier aufgerissen. So viel ist das nicht mehr. Das ist das Tütchen, was es heute gibt. Schauen wir gleich mal rein. Hilfe, das greift mich an. Adi, freust du dich schon? Siehst auf jeden Fall richtig gut interessiert aus. Oh, der haut rein. Guck dir das an. Ich glaube, ich habe den gestern Abend vergessen noch zu füttern, das dritte Mal. Also nicht, dass ich es das dritte Mal vergessen habe, aber er hat seine dritte Fütterung nicht bekommen. Deswegen hat er jetzt bestimmt so viel Hunger und ist der Big Bad aus. Süß. Ist bestimmt nicht ungesund, ist bestimmt nicht gesund, ist bestimmt ungesund. Hat bestimmt auch Atemprobleme, wenn er von dem Waschbecken in die Wanne hüpft. Häng da erstmal da eine Stunde und keucht. So geht es mir auch immer. Wenn ich in die Wanne reingehe, bin ich erstmal fertig mit der Welt. 19, auch beim Bier-Adventskalender. Das sieht schon wieder aus. So stinknormal wie im Laden, aber egal. Das ist ja nur der. Jetzt liegt ja wieder der. Der Rasierer, ne? Da war die Dame des Hauses wieder da, da liegt der Rasierer wieder dort. Jetzt gucken wir mal hier. Unser Bürgerbräu seit 1494, Bad Reichenhall, private Alpenbrauerei, Bürgerbräu. Der Stöpfel ist schon mal sehr detailliert, auch wenn ihr hier nicht seht, weil das hat halt keinen Fokus, ne? Das ist halt was anderes. Wir gucken mal kurz hinten drauf. Unser Bürgerbräu Rupertus Weizenbock mit 7%. Wenn Sie diese Flasche öffnen, dann beginnt ein Fest, ein Weizenfest. Denn der Rupertus ist Hefeweizen in seiner schönsten und kraftvollsten Form. Ein Weizenfest aus der Flasche. Jetzt drehen wir es mal rum und sehen hier. Das sieht aus wie der Sir Edward, ne? Kennst du vielleicht von YouTube? Unser Bürgerbräu Rupertus Weizenbock. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus hier. Das ist hier drumherum, sieht aus wie eben so ein Kranz, schön in so einem Kranz gemacht. Du hast einen schönen friedlichen blauen Himmel. Du hast hier den Mann mit dem Oberlippenbart. Wenn er jetzt eine Glatze hätte, sehe es aus wie Fladdy. Unser Bürgerbräu, schönes Grün, mit so einem hellen Vanillefarben umrandet, umleuchtet. Rupertus Weizenbock, hier unten noch die Wappen dabei. Das ist auf jeden Fall ein sehr freundliches, farbenprächtiges Etikett, detaillierter Deckel, alles hin und her. Es sieht halt aus wie ein Bier, ne? Für 3 Punkte ist es eigentlich viel zu freundlich. Für 5 Punkte ist es mir aber halt alles wieder so, ja, das so für die ältere Generation so. Mal ernsthaft, wenn ich jetzt losgehe und will mich betrinken, heftig als Jugendlicher, dann kaufe ich doch nicht hier so einen Schnurrbartträger. Also für 5 Punkte würde es bei mir nicht reichen, obwohl viele das bestimmt mega toll finden. Ich gebe trotzdem 4 Punkte, weil ich es zu schätzen weiß, dass das so schön hell und farbenfroh und bunt und gezeichnet und detailliert ist. 4 Punkte also beim Etikett. Kommen wir mal zur Farbe und zum Schaum. Ich habe gelernt. Ich verstehe es nicht. Sonst knallt das immer wie sonst was und der Deckel fliegt weg und es passiert nichts. Und dann, wenn immer schon gar kein Druck drauf ist und der Deckel gar nicht wegfliegt,
Da kommt immer gleich die Fontäne hinterher geschossen, wo du dir denkst, was ist da denn los? So, Weizenbock. Jetzt denkt man natürlich, das ist extrem stark und extrem bitter, weil alles, was viel Prozent hat, muss ja auch irgendwie richtig knallen, sag mal mal. Füllen wir jetzt also ein. Hoffen, dass es reinpasst. Ah, der Schaum. Der Schaum macht uns das zweite Mal einen Strich durch die Rechnung. Wir drehen es jetzt mal um. Wir haben es jetzt hier da. Es ist nicht klar. Du kannst nicht durchgucken. Es ist eine dicke schwarze Wand gefühlt. Aber es hat eine richtig kräftige, starke Farbe. Es ist nicht hell und ausgewaschen, es sieht kräftig und stark aus und es hat eine einfach richtig brutale Schaumkrone. Ich würde sogar hier an dieser Stelle für die Farbe trotzdem mal 4 Punkte geben. Normal sage ich ja, okay, so. Aber mir gefällt diese Farbe. Ich finde, das passt diesmal wirklich wie die Faust aufs Auge. Dass das so eine starke Farbe hat, dass du einfach überhaupt gar nicht durchgucken kannst und dass dadurch etwas trüb wirkt, aber trotzdem irgendwie stark. Es ist ja auch ein Weizen. Guck mal, es baut sich weiterhin oben der Schaum auf. Richtig genial. Guck dir das doch mal an, wie herrlich das aussieht. Deswegen, der Schaum spielt ja auch eine Rolle mit. 4 Punkte für Farbe, 4 Punkte für Etikett. Kommen wir zum Geruch. Musst du an der Seite vom Schaum riechen, weil du nicht oben rein kannst. Es riecht nach Banane irgendwie. Ich finde, es gibt ja Bananenweizen und dann sage ich immer, selbst wenn das im Weizen keine Banane ist, riecht ein Bananenweizen als normales Weizen auch nach Bananenweizen, weil irgendwie Weizen immer so eine fruchtige Note hat. Es hat auf jeden Fall einen sehr guten Geruch. Ist jetzt nicht so extrem überragend und intensiv, aber du nimmst eine leicht süßliche Note wahr und das schmeckt, also das riecht gut, das riecht köstlich. Könnte man sogar 5 Punkte geben, aber das klingt dann so übertrieben, als ob ich unbedingt will, dass dieses Bier gewinnt. Ich gebe auch bei Geruch 4 Punkte, weil der Geruch ist wirklich sehr leicht nur da, leicht wahrzunehmen, aber das, was wahrzunehmen ist, ist sehr köstlich. Also 4 Punkte bei Geruch. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Geschmack, aber vorher muss ich schon wieder den Schaum absaugen. Und ich hoffe, das Bier schmeckt so wie der Schaum. Pass auf. Alles klar, 5 Punkte. Brauchen wir gar nicht meckern. 5 Punkte, dafür bin ich sehr überrascht, weil das ist bis jetzt das Stärkste, was glaube ich drin ist. Mit 7% und ein Bock. Ein Weizenfest. Es fängt ein Weizenfest an, wenn ihr diese Flasche öffnet. Also, sehr schönes Etikett, sehr tolle Farbe, sehr schöner Schaum, guter Geruch, guter Geschmack. Ich muss mal noch einen Hieb nehmen. Du trinkst und du hast nicht dieses Bittere auf der Zunge. Du hast nicht dieses Seifige auf der Zunge, was du sonst hast. Du trinkst, du merkst ein leichtes Bitzeln, aber irgendeinen Geschmack, dass da was da ist. Aber theoretisch könntest du das ganze Glas austrinken und es fließt einfach durch. Es fließt durch, es fließt und fließt und fließt. Wie ein Glas Wasser, nur trotzdem, dass es nicht nur nach Wasser schmeckt, sondern auch irgendwas mit sich zieht, irgendwas Kräftigeres, aber eben gut trinkbar, ist schon mal ein riesengroßer Pluspunkt. Und dann setzt du ab und dir verzieht sich nicht das ganze Gesicht, sondern es rundet ab. Du hast beim Trinken, das macht schon den Vorgeschmack, beim Absetzen wusch, entfaltet sich das nochmal und es ist angenehm und es schmeckt und das ist für mich perfekt. Manche sind gut zu trinken, aber im Abgang richtig schlimm. Manche, die sind
Die sind beim Trinken richtig, da ist schon gleich alles, aber hier passt alles, meiner Meinung nach. Hätte ich lieber 5 bei Etikett gegeben und 5 bei Geruch und 5 bei Farbe, aber 5 bei Farbe, das wäre nicht nachvollziehbar. Laut der ganzen Bewertungen, die ich bisher hatte, aber das kann was, das kann ich empfehlen. Also egal, was, wie, wo, Geschmack ist ja das Wichtigste und geschmacklich finde ich das, glaube ich, hier wirklich am besten. Von allen bisher. Das übertrifft alle, die bisher auch 5 bekommen haben. 5 Punkte bei Geschmack. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Okay, jetzt kommt der Schaum wieder hoch. Tschüss.